Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dying Light 2. Wir befinden uns gerade hier in einer Sicherheitszone, nachdem wir in der letzten Folge, falls ihr die verpasst habt, guckt euch auf jeden Fall an, vor Zombies weglaufen mussten. Also absolute Action, sehr, sehr geil. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Gibt's hier ein paar Sachen, die ich klauen kann? Kann ich den vielleicht umbringen und seine Basis als meine machen? Das wäre natürlich noch geiler, ne? Doppelstreitkolben. Den nehme ich erstmal mit. Aber nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Biomarker, warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ah, okay. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Sie bezahlen die Leute ein Vermögen, um neue zu bekommen. Dafür geben sie all ihr Geld. Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lang? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da, aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran. Nächtliche Erkundung. Nachts wimmelt es in der Stadt nur so von Infizierten. Um sicher zu bleiben, nutzen sie für ihren Weg durch die Stadt vor allem die Dächer. Vermeiden sie auf der Straßenebene unbedingt die Heuler. Wenn Heuler sie sehen, werden sie die anderen warnen und die Jagd beginnt. Achten sie während der Jagd auf Verstecke auf den Dächern oder verstecken sie sich im Licht von UV-Scheinwerfern. Okay, das klingt jetzt nicht so geil, ne? Muss ich ehrlich sagen. Bleib auf den Dächern, denn wenn die Heuler dich sehen... Ich weiß. Mit denen will ich mich nicht mehr so schnell anlegen. Ich habe mal meine zweite Frau ins Krankenhaus gefahren. Das war die schnellste Fahrt meines Lebens. Ihr ist 3 Monate zu früh die Fruchtblase geplatzt. Du hast Kinder? Nein, da gab es keine Rettung mehr. Ansonsten keine, von denen ich wüsste. Tut mir leid. Ist okay. Welcher normale Mensch will in so einer Welt schon Kinder haben? Ich glaube, das Gras hat geleuchtet, weil ich mich da drinnen verstecken kann. Okay, sehr geil. Das
Schloss ist kaputt. Kein Problem. Such den alten Bus. Ein Bus? Zur Stunde Null ist ein Bus in das Krankenhaus gerauscht. Hat ein Loch in die Mauer gerissen. Da kommst du rein. Weil niemand reingekommen ist, besteht eine gute Chance, dass noch ein paar Marker übrig sind. Ich bin am Haupteingang. Ich habe dir eine sichere Route markiert. Ich warte am Empfang. Ich glaube, hier ist nichts nah am Liegen. Gehen wir hier rein. Hey, hier entlang. Großes Gebäude, ha? Huh? Der GIE hat ein paar von denen für die Medikamentenforschung genutzt. Als alles den Bach runterging, haben sie Forscher zwangsrekrutiert und ihnen das Geld hinterhergeworfen. Und was kam raus? Ein Haufen Scheiße. Nur noch ein kleines Stück. Wir haben nicht viel Zeit. Bleib dicht bei mir. Die Tür ist verschlossen. Weißt du, wie man Schlösser aufkriegt? Klar, Schlüssel umdrehen. Und wenn du keinen Schlüssel hast? Hakon, ich bin tausende Kilometer gereist. Denkst du wirklich, dass Türen ein Problem für mich sind? Mann, ich frag ja nur. Ich glaube, in diesem Raum findest du alle Geräte, die du brauchst, Maestro. Ich hab Schrott gefunden. Daraus kannst du Dietriche machen. Entwurf, Dietrich, sehr geil. Tun wir mal einen anfertigen. Ich kann sogar direkt mehr machen. Ja, wir machen mal, dass wir 10 Stück haben. Die sollten reichen. Gute Arbeit. Öffnen Sie verschlossene Türen und Behälter mit Dietrichen. Dietriche lassen sich auf eine Weise aus Schrott. Auf einfache Weise aus Schrott herstellen. Stellen Sie also sicher, dass Sie sich damit oft bevorraten. Um ein Schloss zu knacken, müssen Sie die richtige Position für den oberen Dietrich finden. Bewegen Sie den oberen Dietrich mit Maus. Um die obere Dietrich-Position auszuprobieren, drücken Sie A, um den unteren Dietrich zu bewegen. Du hast nicht gelogen. Du kennst dich tatsächlich aus. Hatte keine andere Wahl. Ich musste mich auskennen. Was zur Hölle? Was ist das? Warum habe ich Damage gekriegt? Hilfst du mir mal? Klar.
Das geht nicht. Sch, los, hier lang. Daxon voraus. Bleib ruhig. Mia? Adi, wo bist du? Das ist keine gute Idee, Mia. Wenn es das wäre, wäre es ja langweilig. Was tust du da? Mia, nicht auf der Wand! Sei ruhig und gib mir deine Hand. Alles okay? Ja. Sicher? Sprich mit mir. Dieses Krankenhaus. In so einem war ich schon mal. Eine GIE-Einrichtung. Tja, davon gibt es in der Stadt einige. Ich habe diese Erinnerung. Ich suche Mia. Sie ist meine Schwester. Ich habe dir ja schon von Walls erzählt. Da war was. Ja. Keine Ahnung. In meinem Kopf ist Chaos. Du hast die Erinnerung unterdrückt. Wie ich die von meiner dritten Frau. Die Infektion hilft dabei nicht gerade. Kopf hoch. Wir finden den Marker und hauen dann ab. Komm. Ja, danke. Ah, hier haben wir wieder was. Stofffetzen in einem Mülleimer, okay. Schlafende Schönheiten. Ja, wir müssen an ihnen vorbei. Was? Wenn du dich duckst und langsam gehst, bemerken sie dich nicht. Wenn du ihnen zu nahe kommst, bist du erledigt. Aber das weißt du bestimmt schon. Ja, weiß ich. Die Atmosphäre, Junge. Was ist das? Chemie. Fieses Zeug.
Als das Virus außer Kontrolle geriet, besprühte der GRE die ganze Stadt mit diesem Dreck. Hat ja super funktioniert, was? Mhm. Also, der Typ, von dem du mir erzählt hast, wie hieß er noch gleich? Waltz? Ja. Wie kommst du jetzt auf den? Ich dachte gerade dran. Er führte doch irgendwelche Experimente durch. Da war er nicht der Einzige. Es gab noch mehr Städte wie Villador. Von Mauern umringt, abgeschnitten von der Außenwelt. Viele arbeiteten an einem Impfstoff, Aiden. Aber nun gut. Die Welt ist voller Drecksäcke. Also gut. Sei vorsichtig, das ist instabil. Aber wenn ich gleich runterspringe, kracht's ein. Warte ab. Komm schon. Hey, okay, zum Glück nicht. Oder? Scheiße. Jetzt sind alle wach. Ich will nicht wissen, was jetzt gleich abgehen wird hier. Du noch? Glaube ja. Kannst du hochklettern? Klar, warte kurz. Beeil dich. Uns läuft die Zeit davon. Ich schaff's nicht. Warte, ich hab eine Idee. Erinnerst du dich an den Cocktail, den ich dir vorhin serviert hab? In der Werkstatt der Mädels. Hemmstoff. Genau. Du bist in den ersten Stock gefallen. Dort gibt's irgendwo GRI-Lagerplätze. Suche nach grün-weißen Kisten. Da drin sollte Hemmstoff sein. Wenn du noch eine Dosis nimmst, kommst du wieder zu Kräften. Ihr GRI-Zugangsschlüssel ist ein besonders raffiniertes Verschlüsselungswerkzeug, das spezielle Türen und Truhen öffnen kann, die mit dem GRI-Zeichen gekennzeichnet sind. Außerdem können damit versteckte Hemmstoffbehälter entdeckt werden. Der GRI-Schlüssel wird automatisch in der Nähe eines Hemmstoffbehälters aktiviert und zeigt die Entfernung zu dessen Fundort an. Halten Sie Q in der Nähe eines versteckten Hemmstoffbehälters gedrückt, um Ihr Überlebenssinn zu verwenden und dessen Fundort hervorzuheben.
weggelaufen. Versuch drum rumzukommen. Wir können das ganze Eis essen, das sie vor uns versteckt haben. Ich hab Angst, Mia. Hey, ich auch. Und ich bin jünger als du. Also sei kein Angsthase, Adie. Was, wenn der Doktor uns sieht? Bitte nicht. Außerdem müsst ihr uns dann fangen. Komm schon, nicht kneifen. Er tritt einfach die Tür ein. What the fuck? Sei kein Angsthase, Adie. Hemmstoffe sind die einzige Möglichkeit, ihre maximale Ausdauer und ihre Gesundheit zu steigern. Es ist wichtig, diese Attribute zu steigern, da einige Fähigkeiten dadurch zugänglich werden. Jedes Upgrade erfordert 3 Hemmstoffe. Wenn Sie sie finden, wechseln Sie zum Menü Fertigkeiten, um Ihre Werte mit einem Stufenaufstieg zu verbessern. Hemmstoffe finden Sie in GRE-Kisten, die an den Orten GRE-Quarantäne und Anomalie verborgen sind. Bei Erkundungen abseits der ausgetretenen Pfade können auch zusätzliche Kisten entdeckt werden. Okay, das ist geil. Ja, wir müssen auf jeden Fall Ausdauer jetzt machen. Was ist los? Hab den Hemmstoff genommen. Fantastisch. Geh zum Aufzug zurück. Ich warte dort auf dich. Hallo? Hakon? Hakon! Beeil dich! Ich hab die Marker gefunden. Alles okay bei dir?
gibt einfach so viel Stuff. Wir nehmen erstmal alles mit, Leute. Armreif. Wer weiß, ob man die Sachen gut verkaufen kann, ne? Oh, hier ist noch was. Was ist das? Mit ihm. Schnell! Du warst eine Weile weg. Wie fühlst du dich? Na, infiziert, aber bereit loszulegen. Ha, das ist gut. Tut mir leid, Junge. Hä? Was tut dir leid? Das hier, im Namen all seiner Gauner und Idioten, ernenne ich dich nun zum Bürger von Villedor. Was? Du verwandelst dich gleich. Geh ins Licht, schnell! Das war knapp. Was würdest du ohne mich tun, Pilger? Hm? Ich wollte nie ein Pilger werden. Irgendwie ist das einfach so passiert. Ich bin aus einem ganz anderen Grund durchs Land gewandert. Ich suche meine Schwester. Und was dann? Dann? Was machst du, wenn du deine Schwester gefunden hast? Weiß ich noch nicht. Seltsam. Dafür ist noch genug Zeit, wenn ich sie gefunden habe. Wenn du sie gefunden hast. Also ich habe einen sehr spezifischen Plan. Genau so siehst du auch aus. Ich möchte am Meer leben. Dort soll ja alles einfacher sein, weißt du? Ich wollte schon immer mal surfen lernen. Musst ein paar alte Postkarten gefunden, oder was? Ah, verspotte meinen Traum nicht, Mann. Eins weiß ich bestimmt. Ich muss raus aus dieser Stadt. Sie bringt mich um. Stück für Stück. Hilfst du mir? Oh, das Meer ist sehr weit weg von hier. Wir sind beide infiziert und niemand will Pilger in der Nachbarschaft. Scheiß auf die Leute. Um die kümmere ich. Und du hilfst mir draußen zu überleben. Du kennst die Wege. Du weißt, wie man draußen überlebt. Was sagst du? Wir passen aufeinander auf. Wie klingt das? Ich finde den Typen eigentlich sausmart. Okay, dann mal los. Großartig. Machen wir. Das wirst du nicht bereuen, Aiden. Versprochen. Und was dein Ziel angeht. Die Lage ist folgende. Nachdem der PK-Commander ermordet wurde, haben sie den Weg ins Zentrum blockiert. Der Mörder soll an der Flucht gehindert werden. Um zum Fischauge zu kommen, müssen wir sie austricksen. Aber ich weiß, wann die Nachtwache abgelöst wird. Das ist unsere Chance. Ich hole das Zeug, das wir für den Weg brauchen. Ich muss unsere Chancen abwägen. Bis dahin, sieh dich um. Lass dich gehen. Komm schon. Ich zeig dir was. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal einen Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Suche nach unserer Schwester. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da und eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.